Hi, ich bin Evelyn im Tortenland und heute backe ich Weihnachtspullis. Für die leckeren Plätzchen brauchst du folgende Zutaten: Eigelb, Mehl, Puderzucker, Butter und die Form. Jetzt verrühre ich alle Zutaten zu einem leckeren Keksteig. Der Teig geht jetzt für 30 Minuten in den Kühlschrank. Der Teig ist jetzt fertig zum Ausrollen. Los geht's mit dem Ausstechen. Die Plätzchen gehen jetzt für 10 Minuten in den Backofen. Die Plätzchen sind jetzt abgekühlt und werden nur noch dekoriert. Dafür rolle ich Fondant aus. Steche den Pulli aus. Und klebe den Pulli mit Zuckerkleber fest. Oh, der kleine Rudolf ist so süß, oder? Und schon ist dein Pulli fertig. Wenn dir mein Video gut gefallen hat, dann gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Bis bald. Ciao.